Längster Staffellauf der Welt beendet. Am vergangenen Freitag endete in Chemnitz der wahrscheinlich längste Staffellauf der Welt. Nach ihrer 16-tägigen Deutschlandumrundung erreichten am späten Nachmittag die Teilnehmer der Laufkultur den Campus der TU Chemnitz. Innerhalb von 16 Tagen hatten 12 Läufer und 8 Radbegleiter eine Strecke von 4000 Kilometer zurückgelegt und dabei Deutschland einmal umrundet. Die Studierenden der TU Chemnitz verfolgten mit dem Projekt nicht nur eine sportliche Herausforderung. Gelaufen wurde für einen guten Zweck. Also wir sind für die Deutsche Krebsgesellschaft dieses Jahr gelaufen, um zum einen auf ihre Themen aufmerksam zu machen, auf die Problematik Krebs selbst, obwohl sie im Allgemeinen ja schon recht allgemeingut ist. Aber wir sind dabei für die Krebsgesellschaften in den einzelnen Bundesländern, haben ja Spenden gesammelt, haben ihre Projekte bekannt gemacht. Das ist das, was wir leisten können, insbesondere bekannt zu machen, aufmerksam zu machen und nebenbei während unseres Laufes Spenden einzusammeln, weil einfach jeder, der uns ein Stück begleitet, sei es zu Fuß, mit dem Rad, 100 Meter oder 10 Kilometer, der bringt eine Spende durch unsere Sponsoren an die Deutsche Krebsgesellschaft. Trotz des Ausfalls eines Läufers am vierten Tag konnte die Deutschlandumrundung erfolgreich fortgesetzt werden. Der Nonstop-Staffellauf fand bereits zum siebten Mal statt.